Einen wunderschönen guten Abend an alle, die hier am Start sind, an alle, die sich das auch im Nachhinein anschauen. Ich weiß nämlich ganz genau, dass sich viele das hier auch nochmal auf YouTube anschauen werden, weil man diesen Content nicht verpassen möchte. Willkommen zu einer neuen Folge Gamer Secret. Heute mit einem Altbekannten, mit einer Person, die wir bereits schon hier hatten. Swani hat das Ganze eröffnet, ja. Er hat die erste Folge vor über 5 Jahren mit mir zusammen gemacht und ist so nervös, dass er hier schon wieder am Start ist, dass er sich jetzt sogar spontan eine Dose Red Bull holen muss. Ich call ihn trotzdem schon mal und wir gucken dann, dass er hier gleich rangeht. Und damit eine wunderschönen. Hi, grüß dich. Hallo. Ey, das war, ich hab's gerade noch mal gesagt, wir haben mit dir ja vor 5 Jahren das erste Mal so ein Ding hier gemacht, ne? Weißt du, wie schnell die Zeit vergeht? Ja, aber wirklich, oder? Das ist irgendwie vor 5 Jahren. In der Zwischenzeit ist ja mehr als viel passiert. Den Part, wer ist Swani, haben wir da schon gemacht. Ich glaube, in der Zeit ist so viel passiert, dass wir mal lieber gucken, was in der Zeit passiert ist. 2018, ne, hatten wir das erste Interview. Da warst du noch relativ frisch in der Szene, aber, also in der deutschen Szene, aber du hattest damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damals schon bei SK angefangen zu der Zeit. Kann das sein? Hast du da was? Ja, genau. Das war, also erst war ja Attex, das war 2016, ESWC und so, habe ich da Crispy ausgeholfen. Ja. Und dann 2017, 2018 so Liquid und dann SK, ja. Genau, du bist also von Attex damals zu SK gekommen, ne? Also das ist irgendwie schon zu Liquid. Genau, aber dann mit Zeus, ne? Kann das sein, dass das durch Zeus dann ja, war? Ja, genau. Dass der dich damals, wie bist du damals zu Alltag gekommen? Boah, das war richtig random. Crispy hat mich einfach so auf Mate-Basis gefragt, ob ich Bock hätte, denen zu helfen für ESWC. Ja. Ich weiß ehrlich gar nicht, wie ich überhaupt mit Crispy in Kontakt gekommen bin. Wir haben aber öfters mal gedaddelt und so. Ja. Und dann hat er einfach so gefragt, ja, hast du Bock, uns auf ESWC-Basis mal so ein bisschen zu helfen? Und da hatte ich ja nicht mal, ich wusste nicht mehr, was ein Analyst ist und so. Und ich so, ja klar, wenn du mir sagst, was ich machen soll und so. Okay, also du wurdest einfach so random angehauen von ihm. Hast du Bock zu helfen? Ja, genau, das war komplett random. Damals gab es ja auch gar nicht, 2016 da. Ja. Also gab es, glaube ich, noch wirklich gar keine Analysten. Liquid war so die ersten, das große Team, so 2017, die damit dann angefangen haben. Ja, also kann man schon irgendwie sagen, also dann einmal Credits raus an Crispy, der wahrscheinlich auch mal hier sein wird, weil der hat auch vieles gemacht und anscheinend auch geholfen, dass du zumindest so mal so einen Startschuss hast, ne? Irgendwie das, wie man so einen Shot hat. War das damals für dich überhaupt ein Thema, sowas zu machen, oder war das so wirklich, ey, wir brauchen Hilfe, hast du Zeit? Das war komplett random. Ich habe ja auch Abi gemacht und nebenbei noch studiert dann, während ich sogar bei Liquid war, was ein bisschen stressig war mit Zeitverschiebung und so, aber es war für mich immer noch so ein komplettes Nebending. Das hatte ich nie vor und wusste auch nie, dass das solche Ausmaße jemals annehmen wird. Okay, es ist ja lustig, ey, dass man ein richtiger Quereinsteiger und nicht mal gewollt. Richtig. Nicht mal gewollt. Du bist dann noch irgendwie damals zu MIBA, Energy, Furia war noch so Station bei dir? Ne, dass wir ja, genau. Die nochmal durchhaben, war das auch irgendwie durch Zeus, durch diesen Brasilianer-Grind, den er damals hatte? Ja, die Brasilianer sind so ultra connected, aber ich muss auch gerade selber überlegen. Ja. Energy war richtig dumm, das Team war richtig tot. Da wussten die schon, dass Taric und so liefen wurden. Das war damals so Taric, Debs, Breeze, Twist, glaube ich sogar. Es war so ein richtiges so ein Lineup und die wussten schon nach dem Major wird das Team tot sein und ich kam da so rein und mir wurde das so gesagt und ich so, okay, cool. Deswegen war es nur so 2-3 Monate und dann Furia war ja wieder wegen den Brasilianern und ich fand, die haben damals richtig cooles Counter-Strike gespielt und ich wollte denen so ein bisschen helfen, ein bisschen mehr Strukturen so reinzukriegen. Und das war eigentlich relativ cool, muss ich sagen, und ich habe es auch richtig entscheidet mit denen wieder, aber da war dann auch wieder die Zeitverschiebung ewig lang und dann alles auf Portugiesisch, das hat irgendwann auch keinen Sinn mehr gemacht. Ja, das ist dann so ein bisschen hin und her, aber dann lass mal, also dann, das hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, ne, sagen wir ehrlich, okay, ey, das waren ein paar Stationen, sind auch schon Hochkaräter-Teams, ne, die man eigentlich, wo man auf dem Schirm haben müsste, ey, krass, dass da ein Deutscher ist, ne, sagen wir mal so, ne, aber sagen wir mal jetzt wirklich die, das, was, oder wo die meisten Leute dich dann endlich mal kennengelernt haben oder auch den Berührungspunkt hatten mit dir, war einfach G2. Wie kamst du zu G2? Wie klappt das? G2 hat mich einfach gefragt, als ich bei Furia gearbeitet habe. Und war relativ easy, dann habe ich einfach gesagt, ja klar, ich habe es mal angehört. Und es war damals noch dieses full französische Line-Up, da dachte ich mir wieder, okay, scheiße Sprache vielleicht ein bisschen. Ich kann zwar ein bisschen Französisch verstehen, aber natürlich nicht so auf dem Level. Es war damals noch mit Smiths, mit Kenny, Shocks und so. Ja. Und mit Malek, der gerade Headcoach war und
Ja, dann dachte ich mir halt, okay, ist europäisch. Was auch noch dafür spricht, ist halt deutscher Arbeitsvertrag, was auch viele unterschätzen, was dir richtig viel hilft in der Zukunft. Ja. Gerade so mit in die Rentenkasse einzahlen und so, dass du nicht so selbstständiger bist. Es war auch ein großer Pluspunkt und einfach auch so G2 als Brand war einfach riesig und auch Kenny war damals halt so ein Gott quasi und hatte ich richtig Bock auf was Neues und habe mir gedacht, ja, warum nicht, ne? Also, du wirst einfach angesprochen auf dem Event oder so oder per Ne, es war per E-Mail Business-E-Mail. damals noch. Ja, Ja, per E-Mail. Der genau. Jerome damals, der NIAC, der mir echt viel Ja. geholfen hat. Okay, der hat gesagt, ey, wir brauchen hier einen Analysten, du bist uns aufgefallen, hast du Bock, kannst du dich dir vorstellen? Ja, genau, und dann gehen halt so die Gespräche los, ob man so auf derselben Wellenlänge ist, ob man überhaupt Ahnung vom Game hat quasi und redet so ein bisschen. Hast du dann noch so theoretisch so ein Tryout gehabt, mäßig so? Also, noch so erstmal hast du Bock und hast dann auch so eine Art so ein Vorstellungsgespräch und so, wo du dich so ein bisschen beweisen musstest? Ja, die haben halt so ein bisschen ältere Arbeiten angeschaut und auch mir so ein paar Aufgaben gegeben. Das war auch ganz interessant bei Liquid, wo die erste Stelle war. Da hat man sich drauf bewerben müssen und das waren dann bei Liquid damals waren das irgendwie so 3 Runden. Ja. Und jede Runde war so verschieden und ging dann immer mehr so in die Tiefe mit Analysen und so. Und bei T2 war es eher so, analysiere mal das für uns und wo sind unsere Schwachpunkte und so, dass man so, ich würde sagen, so richtig oberflächlich und so das Klischee. So, ja, was würdest du an uns verbessern? Wo siehst du unsere Schwachpunkte und so? Und das halt so ein bisschen. Und wenn du so, ich finde, wenn du bei sowas so ein bisschen auch die richtigen Worte wählst und so, dann ist sowas relativ einfach, da reinzukommen. Okay, also musstest du, um bei G2 reinzukommen, irgendeinem Spieler auf den Schlips treten oder irgendeinem Coach oder sowas, wenn die eine Schwachstelle haben wollen, musst ja wohl oder übel jemandem auf die Füße treten. Ja, aber jedes Team hat irgendwie eine Schwachstelle, ne? Also keiner spielt perfektes CS. Also auch wir, als wir alles gewonnen, also nicht alles gewonnen, aber als wir 2 Events gewonnen haben, wir haben ja auch viele Fehler und sehr offensichtliche Fehler und ich glaube, da fühlt sich keiner auf den Schlips getreten, hoffentlich. Wie war das dann damals, wenn dann plötzlich so ein Kenny da am Start ist und du kommst da ganz frisch reingeroffelt? Wir kennen Kenny heute auf dem Streams, weiß nicht, war der damals auch schon so angenehm? Ja, nee, damals hat er schon auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Ego und so, Noch mehr! aber ja, Boah! doch, da war er richtig gut und Ja. also schon, also am Anfang ist es immer schwierig, wenn du so, ich sag mal vor allem ja, wenn du so ein No-Name bist, dass vor allem größere Spieler, so Legenden sich was sagen lassen. Aber aus meiner Erfahrung, so wenn du 2, 3 Monate beweist, okay, der macht gute Arbeit, der weiß, was er redet, so dann ist es auch ultra easy. Auch Malik hat mir echt viel Freiraum gegeben, gerade so mit Kenny. Wir haben viele One-on-One-Sessions gehabt, oft Demos zusammengeschaut und dann merken die Spieler auch relativ schnell, okay, der hat Ahnung und der will mir auch nur helfen und der will mich nur improven. Und dann lassen die dich auch echt nah an dich ran und bis heute mit Kenny echt ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Der war auch in Abu Dhabi, als wir gewonnen haben und so. Und ist echt ein sehr guter Mate immer noch. Also es ist wirklich so ein bisschen, kann man sagen, du hast ja so ein bisschen das alles verdient, so die Anerkennung. Ist nicht so, dass man da reinkommt und so. Du musst ja schon erarbeiten, ne, dass die Leute, weil ist halt, wie du sagst, ein großes Ego, top-notch, ne, kennt ja der Prime des Primes manchmal gehabt, ne? Also das ist natürlich, wenn dann so ein absoluter, wie du sagst, No-Name um die Ecke gestolpert kommt, so, ja, ich bin der neue Deutsche, hallo. So, Ja. dann kann ich mir schon vorstellen, dass man das sich echt gut erarbeiten muss, ne? Dass man da irgendwie aufgenommen wird auch in diesen Kreis, oder? Ja, weil ich ja auch wirklich gar keine Vorerfahrung habe. Ich war nicht ein Spieler oder so. Ich bin jetzt nicht so, kann ich mal ein Beispiel nehmen, so wie Tass jetzt, der so reinkommt, der zwar auch noch nicht gecoacht hat, aber der, keine Ahnung, wie lange mit VP on top gespielt hat und so. Ich bin halt, ich habe Matchmaking geroffelt mit Trill und habe alles veraimt und das waren so meine Referenzen so. Und dann kommst du da rein und sagst dem Kenny, was er zu tun hat, so der, keine Ahnung, 2 Major gewonnen hat. Viel zu viel, und auch wenn er nicht gewonnen hat, war er absoluter Schlüsselspieler bei vielen Events, ne? Ja, genau, und das ist halt echt schwierig da. Aber muss ich echt sagen, da hat niemand in meiner ganzen Karriere wirklich ein Problem, zu viel Ego zu haben. Und ich habe eher so gehört, dass es so ein Problem in der deutschen Szene immer war, dass sich Spieler nichts von Coaches sagen lassen haben, sogar gerade zu Div 1 und Div 2 und so. Und Naja, ich mir dann das. auch denke, da brauchst du dich nicht wundern, warum die deutsche Szene so ein bisschen stagniert. Ein bisschen, ne? Ein bisschen, sagt er. Ein bisschen, ne? Ja. Wir stagnieren ja seit 100 Jahren. Also, aber wahrscheinlich, weil einfach diese Rollen oder diese Bilder einfach noch nicht so rübergekommen sind. Wie du sagst, ne? Es ist so, du kommst als so, als jemand, der noch nicht gut oder selber groß gezockt hat, hast du natürlich einen ganz anderen Startschuss, als wie du sagst, ein Test, ne? Wo man auch sagen kann, ey, der hat auch noch nie gecoacht oder richtig gecoacht. So.
Der muss sich genauso beweisen eigentlich, ne? Der muss ja, Ja. nur dass der halt reinkommt und direkt eine Aura hat, wo die Leute sagen, boah, krass, der hat ja auch schon was gewonnen und sowas. Aber dazu kommen wir gleich nochmal, weil Tess ist ja lustigerweise, Ja, auf das jeden ist ja Fall. schon das Beispiel, was du gebracht hast, ist ja schon der Nachfolger von dir. Da gehen wir gleich auf jeden Fall drauf ein und hören uns mal an, wie es dazu vielleicht auch gekommen ist, etc. pp. Was ich noch einmal kurz wissen möchte, damit wir einmal so ein bisschen die Vergangenheit durchhaben, du bist als Analyst bei G2 angefangen. Ja, Oder? genau. Dann hast du mehrere Stationen gehabt, ne? Dann warst du. Sind das dann nur noch Titel Assistant oder Coach. ist da wirklich dann noch Also, was es sind hinter? nur Titel. Es ist. Also, Analyst war, keine Ahnung, das war. Bei mir war es sogar unterschiedlich, aber Assistant Coach hört sich halt besser an. Das ist wie Hausmeister und Facility Manager, würde ich sagen. So ist Ja, dasselbe, aber hört sich besser an. Aber bei mir, als ich bei Remy Assistant Coach war, war ich zum Beispiel viel mehr unterwegs. Und als ich bei Malek Analyst war, war ich viel mehr daheim und habe so diese trockene Arbeit gemacht, diese ganzen Dokumente vorbereitet für Workshops und so. so ein bisschen das Dirty Homework Stuff. Bei den Ja, anderen warst du schon genau. ein bisschen mehr integriert in das Ganze, in die Reisen auch und diese Abläufe oder was mit den Leuten. Ja, genau, da war ich auch schon dann 3 Jahre bei G2, als ich dann Assistant Coach wurde und mit Remy gearbeitet habe. Also Extas, keine Ahnung. Viele kennen Remy nicht. Sag immer Vornamen. Ja, genau, manchmal, genau, immer ganz gut, wenn du da die Ja, Nicknames mitgibst, so damit wir, Gewohnheit. ja, wenn man halt drin ist im Kreis, ne? Wenn man halt im Inner Ja, aber Circle ist. wir haben auch so die Regel bei G2 halt, dass man nicht mit Nickname anspricht, sondern nur mit Vorname, damit es persönlicher ist. Also, ist halt Okay. deswegen ist bei mir so eine Gewohnheit, dass ich Okay, auch dann macht nicht Sinn, Monesi ja. sag, sondern Ilias, sondern damit es halt einfach persönlich ist, dass man so ein bisschen, ja, mehr wie Freunde ist und nicht wie so Wie Ingame-Kollegen. Arbeitskollegen oder so, ja, sondern dass Ja. das ein bisschen auch mehr freundschaftlich ist. Okay, verstehe. Also das war, damit haben wir schon mal auf jeden Fall den Weg von unserem letzten Interview bis G2 und auch was in G2 war. Das können wir schon mal einmal abhaken, weil das ist, glaube ich, der Background, den wir diesmal checken mussten. Beim ersten Mal ging es so ein bisschen weiter zurück, aber jetzt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und wenn du gesagt hast, was hast du, wie lange warst du jetzt insgesamt bei G2? 3 Jahre, 4 Jahre? Über 4. Im August wären es 5 gewesen. Also 4,5. Okay, das hört doch auf, ey. Ja, gut, ey, da. Dafür, dass ich so viel Teams geswitcht habe am Anfang, klingt Ja, das genau, jetzt am relativ Anfang, lang. ja, man kann sagen, das ist ja auch nicht schlecht, ey. Okay, dann lass uns doch mal genau zu so einem Punkt kommen. Wir haben nämlich gerade, wir sind jetzt bei G2 angekommen und wir gehen jetzt mal in deine letzte Aufgabe, weil dein letzter Titel war ja dann auch Head Coach, ne? Du warst hinter dem Team, Head Coach, One-Man-Army. Klingt nicht nur gut, ist auch gut. Lass uns mal ganz kurz so ein paar. Wenn wir mal wirklich so ein bisschen zurück in deine Prime gehen, du bist jetzt endlich raus, ne? Aber wenn du dich noch mal ein bisschen zurückdenkst, hol uns Mach mal ich. ganz kurz ab, was sind so ein bisschen so, was waren damals so zeitliche Routinen? Lass uns gerne erstmal so, vielleicht wenn du zu Hause warst, ne? Jetzt, ihr wart vielleicht wahrscheinlich viel Bootcamp oder sowas, aber wenn jetzt so ein Arbeitstag bei dir zu Hause war, wie sah so ein bisschen dein Routinen, Schlafrhythmus und sowas aus? Hattest du einen festen Plan, etc. pp., wie lief das ab bei euch? Hätte gerne einen festen Plan gehabt, aber es ist relativ schwierig, wenn du vor allem komplett alleine bist. Aber normaler Arbeitstag war immer so 10 Uhr haben wir uns getroffen, 10:30 Uhr so für Theorie, 1,5 Stunden. Bis so um 12 Uhr. Dann haben wir angefangen mit Practices, zwei Practices, eine Pause und dann meistens nochmal zwei Practices. Aber jetzt auf dem Bootcamp zum Beispiel haben wir immer mindestens 5 Practices gespielt und mit der CS2 haben wir sogar 6 Practices gespielt, weil es viel einfacher ist. Aber also einen richtig normalen Ablauf ist echt schwer als Coach, weil du musst nach dem Practice musst du alles nochmal rewatchen, aufarbeiten. Schauen, was war scheiße, die Theorie vorbereiten für den nächsten Tag. Also es sind auf jeden Fall schon mal so 11 Stunden, die weg sind. Und dann, wenn wir jetzt so nur online sind und uns nicht sehen, dann habe ich auch noch Meetings mit zum Beispiel Management, ich habe Meetings mit dem Performance Coach, ich habe Meetings mit dem Manager, ob irgendwo eine Red Flag ist, ob es irgendjemand nicht so gut geht, ob der Performance Manager in den One-on-Ones mit den Spielern irgendwas raushört, dass jemand sich nicht gut miteinander versteht oder so. Dann muss natürlich auch noch schauen, dass Spieler individuell nicht zu kurz kommen. Wenn Ilya als Monesi irgendwas hat, was er gerne machen würde, passt es jetzt in den Plan rein und so, das sind alles so Sachen, die man so berücksichtigen muss. Und es ist halt schwer, so eine Routine zu haben, weil an manchen Wochen ist es mehr, an manchen Wochen ist es weniger. Aber viel war echt immer so 11, 12 Stunden Only CS und
dann auch echt schwierig abzuschalten. Auch gerade abends mal so. Es ist schwierig, einfach so ins Bett zu gehen, weil oftmals dann halt noch kommt um 22 Uhr noch irgendwie eine WhatsApp rein, dass Nico sagt: Hey, ich habe das und das gesehen in dem Game. Es könnte interessant sein für uns, kannst du das mal anschauen und dann schauen, ob das auch noch in die Theorie reinpasst und so. Also, es ist echt schwierig, einen normalen Ablauf zu haben, wenn du so wirklich komplett alleine bist für alles. Das heißt, du hast eigentlich, also du hast erstmal noch die Theorie, hast du die dann vorbereitet sozusagen? Also wenn du sagst, vorm Prank war Theorie, hast du die dann vorbereitet, gesagt, ey Jungs, so das und das ist gerade Thema oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ich habe so grob die Richtung vorgegeben, aber Huxi hat auch natürlich als Ingame wieder viel Input gehabt und gesagt, was er gerne machen würde, was er denkt, was unsere Probleme sind. Und dann haben wir uns natürlich so nach Practice Days connecten wir immer noch so ein bisschen danach und reden so, was heute gut lief, was schlecht lief, was wir für die nächsten Maps brauchen, die kommen. Und dann das große Glück ist halt auch, dass Nico echt ein krass erfahrener Spieler ist und vor allem auf CT-Seite hat er bei uns ja auch komplett durchgecallt. Und er ist auch so ein Spieler, der halt richtig viel Ahnung hat und so Sachen relativ schnell sieht, ohne es zu rewatchen. Und das hat mir relativ viel geholfen, weil er dann echt früh gesehen hat, okay, heute auf Inferno hatten wir das Problem in der Banane, wenn die Gegner, keine Ahnung, die Smoke geworfen haben, hatten wir keine Antwort dafür. Lass morgen versuchen, in der Theorie einfach nur zu diskutieren und eine Antwort darauf zu finden und so. Es hat mir auch relativ viel geholfen, weil, also da ist Nico echt richtig, richtig gut, so Sachen instant zu erkennen, ohne das zu rewatchen. Wo ich sagen muss, bin ich nicht so gut. Also ich bin nicht so gut, das ohne zu rewatchen instant zu sehen. Da hat Nico echt eine krasse Qualität und das hat mir auch viel geholfen, weil natürlich hilft mir das dann auch für die Theorie, das vorzubereiten und so. Aber so die grobe Richtung und so muss ich natürlich schon immer so vorgeben und schauen, was so ist. Also hast du tausend Eindrücke. Ey, hier, guck dir mal das an, guck dir mal das an. Und eigentlich, es gibt keinen festen Rhythmus und sowas, aber du musst sozusagen den bauen irgendwie, ne? Weil du kriegst tausend, ey, hier noch eine Info da und guck mal hier und mach mal da. Und dann muss man daraus so ein bisschen was basteln, ne? Ja, genau, aber ich war echt froh, dass also das Team auch echt gut ist, weil ich musste da jetzt keinem wirklich beibringen, wie man selbst spielt, was ein großer Vorteil ist. Da musste ich schon mal keine Zeit reinstecken, weil ich halt wirklich vier komplett erfahrene Spieler hatte und Nico auch richtig gut Ilya in die Hand genommen hat und mit ihm One-on-One gewatcht hat. Wir haben auch oft so Sessions eingefügt in Schedule, One-V-One, dass Nico mit Ilya zusammen Demo schaut und so, weil sie ja oft zusammenhalten, so Vertigo, Arampe und so. Und Nico auch echt gut ist darin, wenn die jetzt zum Beispiel in der Runde gefickt werden komplett auf A, dass sie direkt im Chat schon diskutieren und so und eine Antwort parat haben und nicht darauf warten, dass ich oder Huxi das irgendwie ansprechen und so. Also das war ein großer Vorteil, weil so zum Beispiel jemand wie Gobbo oder so, der muss ja nochmal den meisten Leuten erstmal das Spiel auf Tier 1 Niveau erklären, quasi so einem Prosus oder so, der nicht viel da gespielt hat. Also das war halt einfach so mein Vorteil. Also ich muss da keinem das Spiel erklären, Hunter, Nico. Hast da schon, Also du hast ja, du spielst halt mit Top-Notch-Weltklasse-Spielern zusammen, die ja auch schon ja, genau. alles durchgemacht haben. Aber dann kann man theoretisch sagen, zu deinem Ablauf des Tages, du hast erstmal, also grober Ablauf, aber so Unterstützung, hast du gerade gesagt, war relativ wenig. Also klar, von den Spielern jetzt her schon, ne, dass natürlich auch, die sich untereinander halt, sag ich mal, in Anführungszeichen coachen, wie du Ja, sagst, genau. ey, Nico nimmt Ilya mit an die Hand, links, rechts, man hilft sich, wo man kann, aber so, was dein Coach-Business angeht, sag ich mal, warst du eine One-Man-Army oder hattest du noch jemanden, der dir irgendwie was abgenommen hat? Nee, war komplett alleine. Es war halt auch recht schwierig, weil ich musste mir erstmal selber beibringen, wie ich coach. Also ich hatte ja keine Ahnung, ich wurde von heute auf morgen ins kalte Wasser geschmissen quasi. Und dann musste ich so alleine halt so dieses ganze Schiff erstmal so steuern und ja, also es war schon echt schwierig, aber ich habe es auch echt gerne gemacht am Ende. Also, Ja, es war richtig cool. war viel, ja klar, weil ne, ist ja auch irgendwie geil, wenn man sich, was daraus so bei dir geworden ist, ne, das muss man echt sagen. Ist ja schon eine, so, ich glaube, Erfolgsstory ist eigentlich schon ein gutes Wort, ne, wenn ich auch zurückdenke, wo wir gestartet sind mit dir, was ich mitbekommen habe und wo du jetzt warst zuletzt, ne, und auch in was für einer Position Ja, du auf halt jeden warst, Fall. ne. Wie ist das dann? So, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist ja den ganzen Tag natürlich 11, 12 Stunden am Machen, hast du dann irgendwie so ein bisschen, wie sieht es dann mit Essen aus? Hast du da irgendwie so Supplements oder sowas? Gab es da was bei dir? Ich habe mal probiert, so diese ISN-Supplements so ein bisschen zu nehmen, diese Vitamine, diese Fischöl-Dinge und so. Aber ich dann auch nicht durchgezogen, aber ich habe zum Glück eine Freundin, die gut kocht. Wo ich auch dankbar bin, dass ich nicht so viel machen muss, als mir da der Rücken freigehalten wird und so. Aber. Ja, ne, also Supplements habe ich jetzt nicht genommen, aber unser alter Performance-Coach hat uns auch viel so Supplements geholfen. Aber da musst du halt auch offen für sein und das durchziehen. Also so jemand wie Nico, der macht das, der geht ja auch sechsmal die Woche ins Gym, zieht das komplett durch. Aber ich muss sagen, da Bei war ich ein bisschen dir, voll. der
Aber der, ja, ist wahrscheinlich etwas so Aspekt, wo man dann nochmal hätte, was vielleicht irgendwann immer was rausholen kann. Aber ist ja auch gut, ne? Dass man nicht alles schon perfektioniert hat. Wie sieht das bei Ja, dir auf jeden aus? Fall. Hast du irgendwie so irgendwelche, also Ernährung hat Freundin auf jeden Fall gut übernommen für dich, ne? Hat da gecarried. Hattest du irgendwie andere Routinen? Wie hast du irgendwie Sport, irgendwelche Ausgleichssachen gemacht? So ein bisschen Ja, für muss ehrlich dich? sagen, ich habe gar nichts gemacht. Also ich war wirklich, ich war, ich habe nur an Counter-Strike gedacht, weil es für mich echt, ich wollte halt auch so schnell wie möglich improven, weil ich es den Leuten, also ich wollte es halt auch den Spielern nicht so langsam sein und so langsam improven, sondern ich wollte meinen vollen Fokus auf CS haben und dass die Entscheidung halt auch richtig war, weil es war ja auch die Entscheidung von den Spielern damals, mich als Coach zu nehmen. Und dann wollte ich sie halt auch nicht enttäuschen und nebenbei noch, keine Ahnung, ein Hobby für 1,5 Stunden machen am Tag, aber wo ich eher keine Zeit dafür gehabt hätte und dafür dann CS geselectet hätte, deswegen würde ich es voll durchziehen. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ne? Ich meine, auch 11, 12 Stunden ist manchmal auch so noch sehr optimistisch gecallt. Wie du sagst, es kommt immer noch mal was rein. Und man ist ja, das ist nämlich Ja. auch die nächste Frage. So, wenn Arbeitstag, wenn du einen beendet hast, gibt es eigentlich ein Ende? Gab es bei dir jemals ein Ende wirklich? Oder ist man immer auf Spannung, ey, ob da noch was kommt, hier noch Nee. was kommt? Bist immer auf Spannung, vor allem auch, wie gesagt, die Maps ändern sich ja von einem Tag auf den anderen, da musst du das nochmal vorbereiten. Dann schaust du immer in WhatsApp, keine Ahnung, schreibt dir jemand, hast du noch irgendwelche Meetings und so, also wirklich sehr schwer, einfach mal abzuschalten. Das kannst du so machen, wenn du Break hast, aber die Break ist ja auch nur 2 Wochen und wenn wir dann wieder einen Roster-Change hatten, dann hast du da auch keine Break, weil dann musst du erstmal eine Woche den Kopf zermürben, welcher Spieler passt. Dann hast du 3 Tage Vertragsverhandlung geführt und dann hast du 2 Tage frei. Also es ist schon echt sehr, sehr schwierig abzuklären. Das war auch echt der größte Punkt, weswegen ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr machen. Auch so gerade, meine Freundin hat mir letztes Jahr zum Geburtstag, war das, einen Aufenthalt in der Therme geschenkt für 2 Tage und ich konnte das bis heute nicht planen mit dir und nicht einlösen. Weil du kannst einfach nicht planen. Also es ist echt richtig schwer, einfach so 2 Tage zu gehen. Das geht halt einfach nicht in dem Beruf. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ist auch unplanbar, weil, wie du auch sagst, es gibt so viel, das ist ja auch wirklich von heute auf morgen. Maps ändern sich, Meta ändert sich, das shiftet, hier shiftet, da kommt ein Spieler, da Ja. kommt ein Problem, da kommt ein Streit. Das ist ja immer noch, es sind ja so viele Details, wo man sagt, ey, morgen würde ich eigentlich frei machen und dann auf einmal kommt immer wieder spontan was reingeflogen, ne, wo man dann irgendwie da sein muss, ne, wo man funktionieren muss. Ja, du musst halt immer auf Abruf da sein, einfach. Du kannst nicht einfach so sagen, du kannst nicht einfach so Handy ausmachen und sagen, ich bin jetzt nicht da oder so. Das geht halt einfach nicht. Du musst ja wirklich immer erreichbar sein. Wer hat bei, wenn wir mal ein bisschen nochmal darüber nachdenken, so, du hast ja auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet, du hast gerade ein paar Namen genannt, die auch geholfen haben, unter denen du gearbeitet hast, Coaches. Was waren so Tipps und Tricks, irgendwie so Feedback von anderen Coaches, was dir irgendwie krass geholfen hat oder was dich irgendwie weitergebracht hat? Das meiste, was mir geholfen hat, war sogar am Anfang von unserem Performance-Coach von Edward damals, der jetzt ja auch bei Liquid ist, der mir so gesagt hat, don't act bigger than you have to, weil ich hatte so richtig so Druck und Anxiety, als ich Coach geworden bin, aber dann hat er mir auch nur so gesagt, nur weil du jetzt Coach bist, da ändert sich zwar ein Titel, aber du als Person änderst dich nicht so, die vertrauen dir, die lieben dich so, die wissen, was du kannst und ich habe halt immer so Druck gemacht, okay, ich bin jetzt Coach, ich muss das machen, ich muss das alles perfekt machen, ich muss hier jetzt was callen, ich muss das machen und so. Es waren halt so im Endeffekt echt unnötige Sachen, aber da ich so am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, weil ich immer dachte, okay, ich muss jetzt alles perfektionieren, ich muss jetzt instant alles können. Das hat mir so echt am meisten beigebracht und dann auch Remy als Ex, das hat mir viel geholfen, was so angeht, so auch so Konfliktschlichtung, weil er war echt relativ gut darin, so interpersonell zu wissen, okay, der und der hat den Tick und du merkst daran, zum Beispiel, keine Ahnung, hab's ja schon mal gesagt, wenn Nico immer seine Konsole aufmacht und anfängt, so an sich rumzuzucken, dass er so nervös wird und so, oder dass Hunter oft dann Clear in die Konsole eingibt und auf der Maus rumtippt und so, und dass das alles so Momente sind, wo du so als Coach auch einfach mal ein Timeout nehmen kannst und dann sagst, okay, Jungs, kommt einfach mal runter, muss nicht so immer taktisch sein, einfach mal runterkommen und dass so die Sachen relativ wichtig sind, aber auf jeden Fall hat mir Extras am meisten geholfen. Und ich glaube, da hat er auch so die meiste Erfahrung mit so Tier-Einspielern, was mir echt geöffnet Wenn jetzt jemand, wenn du dir einen so einen Tipp geben könntest, so, den du am Anfang hättest befolgen sollen, jetzt bevor du bei G2 jetzt Vollgas gibst, wenn du jetzt mit all dem, was du in der Zeit gelernt hast, dir so jetzt einen Tipp geben könntest, wie du von Anfang an arbeiten wollen würdest, was du einhalten wollen würdest, machen wollen würdest, würde dir da einer einfallen, den du dir selber geben würdest?
Boah, der größte Tipp wäre nicht darauf zu achten, was Leute online schreiben und so und auch nicht, was Leute online sagen, weil da machst du dich echt richtig kaputt und die haben eh keine Ahnung, was in einem Team abgeht. Wie oft ich so gelesen habe, dass wir inkonsistent sind, dass wir ein schlechtes Team sind, dass wir nur gewinnen, wenn Leute individuell schießen, dass ich kein richtiger Coach bin und so, dass ich nur dastehe und so. Und dann denke ich mir so, am Anfang, also du sagst so am Anfang immer, okay, nee, das lässt mich kalt und so, aber wenn du es dann immer wieder liest und so, das nimmt dich mit und da würde ich zu mir auf jeden Fall sagen, einfach instant alles muten und so, weil die wissen eh nicht, was im Team abgeht und die wollen nur Klicks farmen und so. Weil Ja. das, da überdenkst du dann auch selber deine Arbeitsweise und so, denkst du irgendwann so, hey, stimmt das? Hat er irgendwie recht und so? Und da würde ich einfach sagen, hey, lass einfach kalt und hör nur auf das Feedback von deinem Team und Das ist, was das ist zählt relativ aber. wichtig. Okay, lass mich nochmal, du hast zwar den ganzen Tag nur mal locht, aber hast du wenigstens für uns noch irgendwie so ein, irgendwelche Serien, die du geguckt hast? Hast du andere Hobbys hattest du gar nicht? Gar nichts? Nee, ich hatte keine Hobbys. Ich habe viel Horrorfilme geschaut mit meiner Freundin, wenn ich mal die Zeit hatte, Also abends wie und im dies. Kino und so. Ja, quasi, aber nicht. Nee, also viele Horrorfilme, ein paar Serien habe ich schon auch geschaut, natürlich, gerade wenn wir so viel unterwegs sind und so. St. Bates Motel war richtig gut. Ich habe das Anime habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht geschaut, da ist Ilya eher so mehr drin. Aber mehr so die Standarddinger, Narcos und so, diese Standarddinger habe ich öfters mal geschaut. also das wenigstens, ja. So ein bisschen zum Runterkommen hast du dann Ja, auf schon. jeden Fall. Und dann auch konnte Ja, der und als. Face It grinden, ja. Wie viel oder was für ein Faktor hat so deine Familie gespielt jetzt auch gerade zu so dieser intensivsten Zeit? Also, was hat dir da vielleicht irgendwie krass geholfen oder wer konnte dir gut helfen? Ja, ultra viel. Gerade so vor allem meine Eltern, die haben mich immer supportet. Also mein Dad hat immer gesagt, du kannst machen, was du willst, solange du glücklich bist. Und das ist echt selten, vor allem in dieser Branche. Also, dass Eltern einen so supporten und mein Dad hat jedes Spiel geschaut, meine Mutter hat jedes Spiel geschaut, haben mir immer geschrieben, ja, per Nachricht, manchmal auch ein bisschen nervig geschrieben. So, warum habt ihr verloren? Was Oh ist los und nein, so? ja, oh Wo ich ja. dann gesagt habe, okay, Richtige Mutternachricht, danke, dass ihr schaut, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann haben ja. die auch aufgehört, mir zu schreiben, wie wir verloren haben. Aber ja, gerade das und natürlich auch meine Freundin, so. Also wenn dir die Leute nicht noch den Rücken frei halten und du dann auch noch daheim Stress hast, dann kannst du es komplett vergessen. Also musst wirklich 100% Fokus drauf haben und du darfst da nicht noch andere Dinge im Hintergrund haben, die dich ficken könnten. Ja, gut Deutsch, ja. Auf den Ja, nee, ist Punkt, wirklich so. ist so, ne? Man muss sich 100% konzentrieren können, weil, wie du sagst, ne, selbst die kleinsten Sachen, selbst eine komische oder falsch formulierte Nachricht zur falschen Zeit zieht halt viel mehr runter, als dass es auch geplant war, ne? Dieses. Das habe ich auch selber gemerkt, so am Ende. Ich war nur noch so unter Strom. So meine Freundin hat irgendwas gesagt, was mir nicht so gepasst hat. Und ich bin so instant explodiert und so. Und dann wusste ich auch schon, okay, jetzt ist langsam mal Zeit, ein bisschen runterzukommen, weil ich habe mich echt so richtig verändert und so. Auch meine Eltern haben es so gemerkt. Und wenn sie deine Eltern schon sagen, dann ist wirklich Hopfen, das ist kurz vor allerhöchste halb Zeit. acht. Ja, das ist allerhöchste Zeit, ey. Okay, Ja. dann lass uns doch mal einen Ausblick so ein bisschen auch überhaupt in die Welt des Coachings machen. So ein bisschen was dahinter steckt, weil ein paar können sich was vorstellen, ein paar denken sich, stellen sich was vor. Was ist es wirklich so ein bisschen, wenn du jetzt dem Noob nochmal erzählen müsstest, ey, was war deine Aufgabe als Head Coach bei G2? Am Anfang war es wirklich viel einfach nur Kindergärtner sein und die Leute auf den gleichen Nenner zu bringen. Das war, wie gesagt, das war gar nicht so viel. Der Coach denkt sich jeder, okay, den Leuten das Spiel beibringen und sagen, du musst bei 1,40 das machen, bei 1,35 pushst du hier und so. Also die Leute sind schlau genug, aber es ist echt, vor allem in einem internationalen Team mit verschiedenen Kulturen, ist echt nicht einfach, auf demselben Nenner zu sein. Gerade am Anfang hat man das voll gemerkt mit Alexis und Finne, der komplett ruhig war. Und dann hast du so ein paar Serben, die einfach so öfter auf Krawall aus sind und dir so sagen, wie es halt ist. Und dann war es viel, also wir haben viel erstmal so Sachen implementiert, so alle 2 Wochen so ein Empty the Backpack Talk haben wir gemacht, wo jeder so auch geforst wurde zu reden, weil wenn du einfach nur so nach dem Practice fragst, hey Jungs, alles gut, sagt jeder so, ja, alles gut, alles passt und hat keinen Bock zu reden, aber dann haben wir immer so Empty the Backpack mit Cam, mit allem gemacht. Am meisten haben wir es natürlich auf LAN gemacht, wenn es gepasst hat. Im Kreis sitzen und sagen, hey, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Weil wir oft gemerkt haben, in den letzten Jahren, dass sich einfach alles aufstaut und dann irgendwann explodiert. Und wenn wir dann so mehrere Sachen eingeführt haben, mehr Strukturen, auch gerade so Values, die uns wichtig sind, so dass wir immer füreinander sacrificen und
du merkst auch, wenn du so mehr auf derselben Page bist, dann sacrificest du auch mehr. Oder wenn du halt so mehr Freundschaft hast outside of the game, dann sacrificest du auch mehr für den Spieler in-game. So, dann gehst du auch mal vor und denkst dir, okay, für den sterbe ich jetzt, auch einfach, weil es mein Mate ist. So, das haben wir halt auch alles gemerkt, als die Jahre davor, das hatten wir halt alles so gar nicht. Und wir haben so gemerkt, okay, uns fehlt einfach so die Struktur. Und dann war ich als Coach erstmal damit beschäftigt, so eine Struktur aufzubauen, eine Vision, dass alle am selben Strang ziehen. Weil wenn es schon anfängt, dass einer nur so 90% committed ist, dann geht es schon mal einfach gar nicht. Das habe ich auch so gemerkt. So, wenn einer nur so halb gar dabei ist, dann kannst du einfach direkt vergessen. Vor allem auf diesem Top-Niveau. Als wir dann zu Anfang haben, diese Strukturen so aufzubauen, die Leute zum Reden zu bringen, die Leute auf dieselbe Page zu bringen, dann hast du langsam so gemerkt, okay, wir können echt krass sein, aber wir können auch echt scheiße sein, wenn, wie gesagt, einer nicht mitzieht. Das hat man richtig gemerkt bei dem Team. Wenn die Kommunikation stimmt, wenn die Transparenz stimmt, dann waren wir richtig gut so auf unseren Peaks während Katowice und so, als wir einfach viel geredet haben. Aber dann auch während Dallas, als wir da auf dem USA-Trip waren und die Stimmung richtig scheiße war, Rasmus war richtig depressiv, hat auch außerhalb vom Game haben echt Leute das so richtig runtergezogen. Und dann merkst du so erstmal, was das für einen Impact hat. Und da kannst du taktisch wirklich, du kannst den perfekten Gameplan haben, du kannst taktisch readen, du kannst sagen, okay, wenn die die Smoke werfen, dann passiert das. Aber das alles juckt einfach wirklich 0,0, wenn du nicht auf derselben Page bist, wenn du einfach dieses Teamgefüge nicht hast. Und das war wirklich so die größte Aufgabe, die ich so mit Edward hatte am Anfang, das auf dieselbe Page zu kriegen und dann natürlich Map-Pool zu bauen. Das war auch erstmal wichtig, weil wir haben früher nie darüber geredet, wer preferred überhaupt welche Map so. Und am Ende haben wir das erste Mal gemacht und gefühlt jeder hat eine andere Map höher eingestuft. Und das war auch erstmal so ein Ding. Das sind also Sachen, die hören sich so voll banal an. Aber die sind auch auf so einem Top-Niveau manchmal einfach noch nicht vorhanden. Und ja, erstmal so, solche Strukturen waren für mich echt wichtig. Und die Offenheit, miteinander zu reden und Gespräche zu forcen und nicht so Angst zu haben. Weil oft war es bei uns auch, dass dann so die Leute hinterm Rücken reden. Und dann so geredet wird, so die Serben so untereinander und dann gesagt wird, ja, hey, der hat ja heute wieder Scheiße gecallt. Aber dann immer, als wir das mitbekommen haben, instant so ein Talk geforst und gesagt haben, hey, was hat er denn Scheiße gecallt und so. Was war denn nicht gut? Auch vor allem für mich war das ultra wichtig, dass die nicht immer nur sagen, hey Jan, ja, du machst gute Arbeit, weil ich wusste, ich mache nicht eine gute Arbeit. Ich wollte so konstruktive Kritik hören, Genau, ja. weil es kann nicht alles gut sein, so am Anfang als Coach. Und ich muss echt sagen, Nico und Hunter waren da richtig, richtig gut, mir das so ins Gesicht zu sagen. Und die hatten auch keine Angst, so ein Blatt vor den Mund zu nehmen und so. Und es hat mir echt richtig weitergeholfen, weil gerade Leute wie so ein JKS oder wie ein Ilya, die würden dir jetzt nie sagen, hey Jan, das war voll scheiße, weil es sind einfach nicht so die Personen. Aber ja, wie gesagt, so einfach den Space zu reden und so war richtig wichtig für uns. Das ist also, würdest du auch Und sagen, dass das so auch wahrscheinlich so die Aufgabe ist, die am wichtigsten wurde für dich als Head Coach, so dieses Zwischenmenschliche und diese ganzen Strukturen und alles irgendwie so, ja, auch so alles zu kanalisieren und irgendwie die richtige Richtung zu bringen, ne? Und was anderes so ja, hinterm genau. Rücken, dass du irgendwie so dann aus einem Talk hinterm Rücken irgendwie eine konstruktive Kritik irgendwie formst an jemanden und sowas, ne? Dass du das alles koordinierst, dass die Leute so, ne, dass man an einem Strang dann zieht, ne? Dass du das so ein bisschen observst-mäßig, ne? Ja, ich fand es auch zu dem Zeitpunkt einfach wichtiger, ein Freund zu sein, mehr als jetzt so ein General, wie so manche andere Coaches sind. Weil die brauchten das einfach nicht zu der Zeit. Aber jetzt, glaube ich, ist es relativ gut, dass Tess da ist, der auch so diesen bisschen strikter ist. Aber damals, die brauchten einfach so einen Typ, der Ahnung vom Game hat, klar, aber ihnen auch hilft, so menschlich klarzukommen und auf dieselbe Page zu kommen und so. Weil die waren ja damals auch schon alle gut, aber haben nichts gerissen, weil sie einfach komplett nicht auf derselben Page waren und so. Und es war damals halt echt gut, auch gerade so, zum Beispiel früher hatten die immer so am Anfang vom Bootcamp, ja, das Jahr fängt jetzt an, hier sind die Turniere, was sind unsere Ziele? Und dann sagt natürlich jeder Katowice, Cologne, voll wichtig, Major-Qualifikation, bla bla. Habe ich auch gesagt, ich will das gar nicht, ich will nicht hören, ja, Katowice und Cologne zu gewinnen, das weiß jeder. Mir ist es viel wichtiger, wie kommen wir und wie erreichen wir diese Ziele, mit welchen Steps? Also gerade so durch Kommunikation, durch gute Habits, die wir bilden im Practice, so durch gute Kommunikation. So, es hilft mir nicht zu sagen, ich will Cologne gewinnen. Ja, jeder würde es sagen am Anfang vom Bootcamp. Aber wie schaffen wir das? Und dann haben wir auch angefangen, so Goals einzubringen, weil früher, die haben einfach so gepracticed, um zu practicen gefühlt. Und das war auch so richtig useless. Die haben einfach so gespielt, sie hatten keine Goals. Und dann merkst du es auch so als Spieler nicht wirklich, wann erreiche ich ein Goal? So,
Und so haben wir so ein bisschen so Sachen eingefügt, so kleine Goals, auch nur CT-Seite zu stärken, Kommunikation, wenn wir tot sind, den Leuten zu helfen und so. Das sind halt so kleine Sachen, die Leute dann so merken, okay, das wird dann so, irgendwann wurde es so eine Habit und ein Automatismus. Und es gibt ihnen dann auch Confidence, dass es halt nicht auf einmal so neu ist, wenn die auf eine große Stage laufen. Wenn du Ja. das damit dann erst anfängst, so während dem Event darüber zu reden, dann ist halt zu spät. Da ist Weil es immer der. so, auf einem Event, also sobald du auf einem Event bist, du kannst halt keine Sachen mehr fixen. Du kannst so klar so kleine Tweaks machen und so Runden ein bisschen anpassen auf den Gegner, aber du kannst da wirklich nicht so Protokolle fixen und so. Es geht einfach nicht mehr auf Events. Und es war am Anfang auch echt so ein Problem, dass das einfach, dass die Diskrepanz von Practice zu Event viel zu hoch war. Und wir das auch erstmal fixen mussten, dass sich so ein Event anfühlt wie ein Practice-Tag. Das natürlich kriegst du nie hin. Du kriegst nicht hin, dass ein Cologne-Playoff-Match sich von der Intensität anfühlt wie ein Online-Match gegen fucking Bait oder irgendwas. Aber einfach so die Habits zu haben, so wie redest du, wie kommunizierst du und so, dass das nicht so, dass die Diskrepanz nicht so hoch ist. Verstehe ich. Was würdest du bei all dem, was dann als Coach für dich dazu gekommen ist oder als Head Coach, was würdest du sagen, was so die größten Unterschiede waren dann zu deinem, sagen wir mal, Analystenjob, wenn du so rein Analyst warst am Anfang bei G2? Ja, natürlich der Leistungsdruck, weil du bei einem Team wie G2 bist. Wir haben drei Events gewonnen und trotzdem, jeder will, dass du gefühlt jedes Turnier gewinnst, was mit dieser Leistungsdichte heutzutage einfach unmöglich ist, aber das raffen die Leute nicht. Also dieser Leistungsdruck und dann einfach auch, der zeitliche Impact. Also als Analyst und als Assistant Coach, okay, du kriegst so deine paar Aufgaben, so deine Hausaufgaben quasi, aber da hast du dann halt auch Ende und kannst abschalten. Und dann natürlich auch das Reisen. Also das Reisen ist auch ein riesen Unterschied, wo viele denken, wow, wie geil ist das? Du bereist die ganze Welt. Wir waren jetzt so 194 Tage unterwegs. Wenn du davor quasi gefühlt nur daheim gesessen bist, ist halt auch so, also von 0 auf 100 komplett anders. Und das sind halt echt so die drei größten Sachen, würde ich sagen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ja, einfach die Verantwortung auch, würde ich sagen. So, du hast wirklich die Verantwortung für so ein Millionenunternehmen gefühlt. Nicht nur gefühlt, ne? Das Na. Unternehmen, das ist schon richtig wichtig. Und wie du auch sagst, ne? Also das eine ist bei dir von 0 auf 100, ist es halt anstrengend, so viel zu reisen. Aber also ich weiß nicht, wie das bei, also ich kann mir auch gut vorstellen, bei Leuten wie Nico, die jetzt das 100. Jahr in Folge so viel reisen, es ist halt auch irgendwann nur noch Job, ne? Und halt auch Ja, Stress genau. und auch Nur noch Routine Arbeit. für ihn. Genau, also ja, okay, ich habe jetzt das 100. Mal, bin ich jetzt in den USA, ich habe jetzt jede Stadt und auch so, ich spiele schon so lange, dass auch bei jeder Stadt schon mal einen Tag Sightseeing sogar dabei war. Ja, Irgendwann genau. ist es halt einfach nichts Besonderes mehr, ne? Und das verstehen halt, das heißt, ne, die Leute, die das selber nicht leben, verstehen das halt auch nicht so krass, ne? Die sagen so, boah, geil, du bist schon wieder da und hier, ja, aber ich komme aus dem Flugzeug, gehe ins Taxi, bin dann im Hotel und vom Hotel fahre ich zum Event und zurück und dann wieder zum Flughafen. Ja, Ne? genau, vor allem wenn du Ja, ja immer so wie wir durchkommst, ne? relativ oft im Finale bist oder Halbfinale, dann Genau. ist halt wirklich Montag direkt wieder Abreisetag nach dem Sonntag. So, wenn du jetzt so in den Gruppenphasen rausfliegst, ist es relativ gut. Haben wir auch öfters mitgemacht, so in den USA, das ist relativ nice dann. Da hast du so ein paar Off-Days, aber sonst ist echt einfach nur Game, Hotel, Abreise. Und dann bist du 2, 3 Tage daheim, wieder Flugzeug und Das nicht so toll, wie sich manche Leute vorstellen. Aber natürlich auch eine geile Erfahrung, also ich will es jetzt nicht schlecht reden. Also mir geht es jetzt ja nicht schlecht. Ja. Ja, du, Also genau, es hört sich du so an. erzählst halt gerade aus einer Stelle, wo du halt viel gemacht hast, ne? Hätten wir vor einem Jahr Ja, vielleicht gequatscht oder vor einem halben Jahr oder, ne, oder vor einem Jahr, ne, da hätte vielleicht nochmal, wäre vielleicht ein bisschen mehr Euphorie noch bei dir. So, ja, ey, und wir reisen jetzt hier hin und dahin. Aber du bist halt, ne, jetzt gerade so am Ende, muss man ja dazu sagen, des Head Coachings und hast jetzt bewusst dich dafür entschieden, das nicht mehr weiterzumachen. Deswegen kommt das vielleicht jetzt ein bisschen negativer rüber, als es ist. es hört sich Ne? sehr privilegiert an, was ich jetzt gesagt habe, aber ja, ist halt Ja. einfach nicht so cool irgendwann. Ja, ist halt irgendwann, wenn man immer erste Klasse Business und das fuckt halt irgendwann auch ab Ja, halt. richtig Ja, nervig. gar keinen Bock mehr. Ey, jetzt wichtige Frage. Warum muss man kein Profi gewesen sein, um so erfolgreich zu sein wie du? Weil es ist Fakt, du hast es selber gesagt, ja, wenn Test dann kommt, dann sieht das anders aus. So, dann die Community redet anders, die Spieler Ja. reden vielleicht auch anders, machen andere Tweets. So, aber warum muss man kein Profi gewesen sein? Was hast du gemacht oder was hast du anders gemacht? Aber ich finde, also keine Ahnung, wieso, ich glaube, Mourinho war ja zum Beispiel auch nie Profifußballer und ist auch einer der besten Coaches im Fußball. Und ich muss halt einfach sagen,
Es juckt halt einfach nicht so. Als mich Leute dann auch immer geflamed haben, hey, der hat nur 2000 Elo oder so, wie kann der Headcoach sein? Ja. Ich bin halt immer so denk, ich muss nicht schießen, ich muss einfach das Game verstehen und ich verstehe das Game wahrscheinlich auf einem höheren Level als 99%, die mich da flamen. Ja. Und ich finde es halt einfach immer, also warum sollte man spielen, wenn man es so bewiesen hat? Natürlich, es hilft dir ungemein, das will ich gar nicht abstreiten, weil gerade am Anfang von meiner Coaching-Karriere auch, es hilft dir zu wissen, wann du Timeouts nehmen solltest, wenn die Pressure haben, wenn die Druck haben, wenn du merkst, okay, jetzt einfach so ein Timeout, um Momentum zu breaken. Da hast du natürlich ein ganz anderes Gefühl dafür, wenn du schon mal gespielt hast. Das sind alles Sachen, die du dir, wenn du grindest, wenn du Bock hast, dir das anzueignen, das kannst du dir alles easy aneignen. Also nicht easy, aber du kannst es dir aneignen und ich denke, es war ein gutes Beispiel jetzt, Ja, du dass es bist klappen kann. ja, gutes, eines der wenigen vielleicht auch. Also Ja, das hast hat mal aber auch überlegt, so. hast mal überlegt, gibt es andere, die so hoch wie du gecoacht haben und selber nie wirklich ansatzweise professionell gespielt haben? Nee, glaube ich nicht. Aber es hat auch so dieses Problem heutzutage. Es gab, war, fand ich damals auch schon in der deutschen Szene so, 2019, 2020, dass voll oft so recycelt wurde, nur wegen dem Namen und so. Da wurde ja durch dieselben Leute in den deutschen Teams hin und her recycelt, die seit 2 Jahren eigentlich nichts mehr zu suchen hatten in den besten deutschen Teams, aber einfach wegen Name und weil er damals was erreicht hat, recycelt wurde. Und genau so ist es da in dem Coaching auch so. Ich gibt bestimmt 5 bis 10 Leute auf Twitter, die richtig, richtig smart sind oder Analysten, die aber einfach nicht reinkommen, weil sie einfach keinen Namen mehr haben, weil sie damals nicht 1.6 oder so gespielt haben. Es gibt halt einfach leider so einen imaginären Push, weil die Leute instant denken, okay, wow, der hat mal hochgespielt, der muss jetzt in CSGO immer noch krass sein, obwohl die Meta sich 18 Mal geändert hat. Und das ist leider so immer noch so ein Denken, wo echt viele dieses Denken haben, aber viele werden jetzt ja in einem besseren belehrt. Bei Maus klappt es ja riesig mit diesem Academy-Team, bei Big klappt es riesig. Und ich glaube, es dauert dann auch nicht mehr lang, bis so ein Umdenken vielleicht auch mal bei Coaches kommt. So. Weil die, also viele denken immer so, dieser Unterschied Tier 1 zu Tier 2 oder Tier 3 ist riesig, aber das ist halt nicht mal so. Du siehst ja, wie oft so Spiele von Tier 3 in Tier 1 kommen und instant auch gut mitschießen und so. Das meiste nur so ein bisschen Decision-Making und so. Das ist halt bei Coaches und so auch nicht groß anders. Du kannst easy von Tier 3 direkt in Tier 1 coachen. Jetzt vielleicht nicht direkt zu G2 wie ich, aber kannst easy so anfangen bei so Monte oder sowas, die auch gut oben mitspielen. Aber leider geben viele diesen Leuten nicht die Chance, weil sie halt leider früher nicht gespielt haben und nichts vorzuweisen haben. Also es ist viel Vitamin B, ne? Die Szene natürlich, Ja, ne? klar. Vor allem jetzt, wenn du einmal drin bist, ist echt viel Vitamin B so. Ja, Ist der ja auch Rest. echt traurig. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber hast du vielleicht das Gefühl, dass es irgendwie dir auch irgendwo einen Vorteil gebracht hat, dass du einfach nie Pro gewesen bist? Hat es dir vielleicht irgendwo für dich einen Vorteil gebracht? Oder hast du gedacht, das war eigentlich auch für dich nur ein Nachteil, weil du noch viel mehr grinden musstest vielleicht? Ich glaube, weil ich ziemlich unvoreingenommen dann reingegangen bin und nicht gedacht habe, okay, früher haben wir das so gemacht, Mhm, dann müssen wir ja. es heute immer noch so machen. Ich Guter glaube, ich war einfach Call. viel offener für alles und ich hatte einfach so die Sichtweise auch einfach von echt vielen Coaches, das mir geholfen hat und ich hatte nie so meine Vision, weil ich ja nie eine Vision hatte quasi, weißt du, was ich meine? So, das hat mir einfach ultra geholfen, selber langsam aber sicher meine Identität und meine Vision so selber zu bauen. Anstatt zu sagen, okay, in 1.6 haben wir so gespielt, wir müssen heute immer noch so spielen, was echt viele immer noch machen. Ich glaube, einfach so offen zu sein für alles. Natürlich hat mich oft gefickt, weil ich halt einfach, wenn es nicht geklappt hat, war ich natürlich der Arsch, weil ich nicht Ja. sowas hatte, worauf ich zurückfallen konnte, aber es hat mir auf jeden Fall, würde ich sagen, mehr geholfen. Das ist ein guter Call. Jetzt, also in der Sekunde, wo du es ausgesprochen hast, habe ich auch, wie du sagst, dieses so gerade, ich bin ja auch alte Schule, also ich kenne jetzt auch noch so Na. dieses Never Change a Running System. Und da kommt jetzt einer mit so einer ganz neuen Theorie, war damals und auch vor nicht so langer Zeit noch relativ schwer, das sofort so, ja komm, lass mal ausprobieren und das kann ja und warum nicht und so. Na. Und besonders jetzt so auf böse gesagt, wenn es dann jemand ist, ja wie, du hast selber noch nicht Pro gespielt und möchtest mir jetzt irgendwie so, also es ist vollkommen Na. nachvollziehbar, aber es ist eigentlich, du hast eigentlich deine Schwäche fast zu deiner Stärke gemacht in dem Moment. So, und das ist. Weil es heutzutage immer mehr darauf ankommt und man immer mehr auch auf Methoden und auch Routinen zurückgreift, die wirklich nicht ferner dem damaligen sein können, wie man damals gegamed hat, wie man sich damals vorbereitet hat als Team. Ne? Das ist alles jetzt in einem Wandel. Ja, auf jeden Fall. Also es ist eigentlich ja eine gute Antwort. Du hast mich oft gerade gecatcht mit einer guten Antwort, die ich selber doch nicht erwartet hätte. Mann, ey. Ey, lass uns mal ein bisschen mit reinschauen, wenn es also an ein dickes Turnier bei euch ging. Lass uns mal so ein bisschen in so eine kleine Vorbereitung gehen. Ey, wir haben jetzt, ey, boah, ESL Cologne steht vor der Tür. Ja. So, oder IEM Cologne. So, und ey, wir hätten Bock, das zu gewinnen mit G2. Wie sieht so eine Vorbereitung aus? Oder wie sieht deine Vorbereitung als Coach aus? Was waren so ein paar Sachen, die du dir überlegt hast, die du vorbereitet hast?
Ich kann mal anfangen, so bei Practice, da habe ich auch mal was Neues probiert vor Cologne, so, wir haben so ein bisschen probiert, so 3 Wochen Practice hatten wir oder so und dann die ersten 2 Wochen relativ hardcore, Theorie, neue Sachen einzubauen und dann so die letzten 3, 4 Tage, haben wir so Competitive Day genannt, wo wir wirklich, practicen, um zu gewinnen. Wir spielen, wie wenn wir callen würden, also callen, wie wenn wir gewinnen wollen. Jeder bringt sich ein mit Ideen und so. Und es hat echt, das war relativ gut am Anfang. Es hat echt viel geholfen, um so die Intensität von uns zu nehmen. Weil wenn du gerade so zu Cologne kommst, dann sind so Teams dabei, die so Play-ins gespielt haben, und die schon ein bisschen zu das Studio gewohnt sind und schon so ein bisschen in dem Competitive Environment sind. Und dann mussten wir das so ein bisschen aufholen. Dann dachten wir so, okay, so die Idee könnte nicht schlecht sein. Und dann habe ich so angefangen, so diese Competitive Days zu machen mit Online-Practice, die echt gut waren. Und die, glaube ich, auch immer noch jetzt benutzt werden, weil das viel hilft. Und dann halt einfach wirklich so diese Routinen, damit dass jeder seine eigene Routine hat, dass wir als Team die Routine haben. Wir haben immer so das Schedule fürs Turnier so gut wie möglich im Voraus rausgegeben, dass wir immer, egal ob es jetzt Gruppenphase war, erstes Spiel gegen, keine Ahnung, gegen Big, genau gleich gestaffelt war wie das Grand Final dann gegen Heroic und so. Also, dass wirklich alles genau gleich war und dass die Spieler sich auch mental darauf vorbereiten können und dass für die Spieler nichts überraschend kommt, weil die Spieler hassen nichts mehr, als wenn dann auf einmal kommt, okay, morgen ändert sich das und das und ihr müsst morgen eure Routine quasi unterbrechen, weil wir was verkackt haben oder so. Das war relativ wichtig. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Teams auch so ist, aber bei uns einfach so ein Nico, der hat so seine Routine, der will 6-mal die Woche ins Gym. Er will nach Practice, will er ins Gym gehen meistens und so die ganzen Sachen machen. Und wenn dann auf einmal so die Routine unterbrichst, kann das sein, dass die dann einfach damit strugglen und nicht auf ihren Peak performen, wenn sie zum Peak performen sollen. Und dann halt echt immer so Routinen einfach. Bei uns war es dann auch einfach nach jedem Sieg ein Döner essen, wo wir durchgezogen haben bis zum Finale. Schön Mangal. Selbst Hat belohnt, uns ja. durchgecarried. Ja, durchgecarried. Carried bei Dönerbestellung. Richtig. Ja, wirklich einfach so diese Routinen, wo viele so vielleicht ein bisschen belächeln, aber die sind echt sehr, sehr wichtig. Weil dann fühlt sich auch so ein Grand Final nicht mehr so groß an. Weil davor haben die immer so Gruppenphase, so sind nie so für einen Morning Walk gegangen oder so und haben dann erst angefangen, das während den Playoffs zu machen und haben dann erst angefangen, Spiele nachzubesprechen, wenn die in den Playoffs waren und so, dann fühlen sich die Spiele halt gleich direkt größer an. Aber unser Performance Coach hat damals echt einen guten Job gemacht, dass sich jeder Tag wie ein Weiß. Grand Final anfühlt. Deswegen haben wir auch immer runtergezählt, so Day One of Seven. So, dann am Ende bist du halt bei Tag 7 von 7. Und der heißt dann zwar Grand Final, aber das ist dann einfach nicht so wie ein Grand Final. So, natürlich ist die Intensität geil, wenn du da onstage bist und so, aber es fühlt sich einfach nicht mehr so krass an, weil deine Abläufe einfach immer dieselben sind und du nichts anderes machst, einfach nur weil es ein Finale ist. Und das hat echt viel geholfen. Also ein bisschen dieses Business as usual. Also war so ein bisschen die Main-Vorbereitung, ey, wir gucken, dass sich Ja, vielleicht genau. eins der dicksten Events für uns anfühlt wie ein ganz normaler Trainingstag im Office, in dem wir Ja, die gleiche genau. Routine, Das gleiche war. Abläufe, gleiches miteinander reden, gleiche Pre-Besprechung, After-Match-Besprechung, dass ihr einfach den Schedule eigentlich schon lange trainiert, den ihr dann auch vor Ort habt. Ja, genau, und auch einfach echt nichts größer machen. Grand Final eine Stunde Theorie davor, Gruppenphase erstes Spiel eine Stunde Theorie davor, so dass einfach sich nichts größer anfühlt, als es wirklich sein muss und so. Also, es klingt so von außen, sag ich dir ganz ehrlich, es klingt so, als hättet ihr so, ja, nichts Besonderes, ne? Also, es klingt so voll billig jetzt. So, ja, okay, wie konntet ihr denn dann IEM gewinnen, wenn ihr nur so ein bisschen den Schedule angepasst habt? Ihr müsst doch so ein paar magische Momente haben, so, ey, ich habe hier fettes Anti gegen das Team mal vorbereitet und sowas. Wo sind diese Hackfights von dir, diese unter Verschluss? Natürlich, also du brauchst natürlich auch gutes Anti und so, aber wie gesagt, das hilft, das zerstört dich manchmal auch. Zum Beispiel gerade gegen so ein Team wie VP, die haben mich so oft im Kopf gefickt, weil VP irgendwie das beste Team war, Sachen umzustellen und die haben uns echt so oft im Kopf gefickt, dass wir dann einfach auch oft gesagt haben, wir wollen unser eigenes Spiel spielen und die müssen sich auf uns einstellen und so. Natürlich hatten wir immer so ein paar Antis und so. Und auch, ich muss echt sagen, manchmal auch echt gute Reads. Gerade so gegen Heroic hatten wir immer gute Reads und deswegen der auch im Finale relativ einfach gewonnen. Aber
Ich finde, es kommt immer so auf dieses Big Picture an. So dieses Anti bringt dir so vielleicht 5 bis 10% was, aber dieses Schedule, dieses Kommunikation, dieses ganze Ding, das sind mindestens 50 bis 60%. Weil heutzutage, es schießt jeder zurück. So jeder kann mal einen 3 oder 4K machen und dann hilft dir dein Gameplan auch nichts mehr, wenn du in einen Donk reinrennst, der dich da umschießt und so. Ja, es ist Deswegen ist es eigentlich. viel wichtiger, als, ja, wie gesagt, so standardmäßige Abläufe zu haben, finde ich. Lustigerweise, du hast gerade wie Pierre gesprochen, eigentlich auch die nächste Frage beantwortet, irgendwie mit so unerwarteten Situationen. Wie gehst du denn während des Spiels damit um? Ey, du hast jetzt eine Stunde vor dem Match, weil das so euer Schedule, ey, dass ihr eine Stunde vor dem Match auch nochmal eine Stunde Vorbesprechung macht und du hast das und das und das und das und das erklärt. Du sagst, ey, das machen die, das ist der Lieblingsmove, der Donk macht das, das, Aha. das und auf einmal, du merkst in den ersten 5 Runden, Junge, die machen alles anders und du bist so ein bisschen so, fuck, was ist jetzt? Wie gehst du damit um oder wie geht ihr als Team damit um? War oftmals scheiße, weil es die Spieler dann nervös macht. Ja, Aber genau. dann haben wir oft einfach so Timeout genommen und irgendwas gecallt, auch wenn es nicht gut gegen den Gegner war, was im Practice gut gelaufen ist, womit die comfortable sind. Keine Ja. Ahnung, es war jetzt vielleicht nicht gut gegen den Gegner, aber wir wissen, okay, hey Jungs, die Runde hat im Practice so krass geklappt, wir haben die 8 von 10 Mal gewonnen. Scheiß drauf, was die machen. Wir spielen jetzt unser Ding oder wir spielen einen Default und bisschen probieren, so in Late-Round-Situationen zu kommen, weil wir einfach dann selber wissen, okay, wir sind schlauer als die meisten Teams, wenn wir in diese X- und X-Situation kommen, dann ficken wir die ja auch, wenn so 40 Sekunden sind und Nico guten Read hat, hin zu 3 und 3 und so, gute Fakes. Gerade so einfach so ein bisschen den Pace rausnehmen, weil oftmals haben wir auch echt Runden verloren, weil wir einfach versuchen wollten, zu schnell zu spielen. Und dann oft haben wir einfach so gesagt, okay, lass ein bisschen chillen, lass den Pace rausnehmen, wir sind schlauer als die. Ja, und dann, wie gesagt, so Runden, die comfortable sind, womit die Ahnung hatten, okay, Practice geklappt. Und es gibt dann den Spielern auch einfach direkt Confidence, wenn du denen so ein bisschen einen Weg gibst, weil wenn die so ein bisschen lost sind und auch Rasmus, du merkst so, okay, scheiße, seine Calls klappen nicht so, so einfach so ein bisschen was vorgeben und sagen, hey Rasmus, guck mal, das hat doch im Practice gut geklappt, lass das machen. Das nimmt dann auch so ein bisschen Druck von ihm weg, so als IGL und wie gesagt, es muss nicht der perfekte Anti sein, weil du kannst in diesen 30 Sekunden nicht sagen, hey, die machen das anders, du musst jetzt das, 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 das machen, sondern einfach so schauen, was hat früher gut geklappt und dann hat es meistens auch gut funktioniert. Würdest du sagen, dass gerade auch psychologische Aspekte super wichtig waren? Also du hast ja auch eigentlich alles, was du bisher, also eigentlich beantworte ich mir die Frage selber, wenn ich an deine Antworten denke. Du hast Na. eigentlich fast 90% von dem, was du gesagt hast, was deine Aufgabe ist, deine Philosophie, dein Fokus, ist irgendwie alles so mentale, psychologische Aspekte. Du hast relativ wenig darüber geredet. So, ja, dann trainieren wir hier das und dann bereite ich das immer krass vor und doch diese Demo und das war gefühlt alles weg. Du hast eigentlich nur, ey, ich muss Kindergärtner sein. Psychologisch, wir müssen auf einen Nenner kommen. Same Page, wir müssen miteinander reden. Das muss die Routine sein. Es wirkt so, als wenn, ich meine, klar, G2, du hast Spieler immer gehabt, oder nicht immer, aber du hast Spieler gehabt, wie du sagst, ey, bring Nico in 3 gegen 3, so, und die holen das mit ihm irgendwie oder so. Du hast Ja. mit Starspielern natürlich wahrscheinlich immer weniger Fokus Richtung rein Gaming, aber kann man sagen, dass du wirklich, wie würdest du sagen, die Gewichtung zwischen dem, was du als Coach machst, so psychologisch rein und so hinter den Kulissen und rein Gaming-technisch, wie würdest du das gewichten? Ich würde schon sagen, so 60% war so psychologisch und 40% so Game. Also im Game, wie gesagt, setzt sich zu Mann, aber einfach so auf derselben Page sein. So auch, wie wollen wir Überzahlsituationen spielen? So ultra banale Sachen mussten wir erstmal hinkriegen. Auch so, wir wollten so ein bisschen spielen wie Heroic auf der CT-Seite am Ende, dass man einfach mal zu viert B gambelt im V&V und dann repusht und so. Das sind so Sachen, da habe ich jetzt nicht so drüber geredet, aber es ist natürlich auch so ultra wichtig. Und die haben uns auch ultra geholfen, weil so während Cologne und Katowice waren unsere CT-Seiten insane, weil wir einfach manchmal so diese Gamble-Reads gemacht haben, die natürlich nicht full Gamble waren, sondern Nico war richtig gut, vor allem so auf Inferno in der Banane. Er wusste, okay, die werfen das, High Chance, wenn die jetzt nicht Mitte taken, dass die zurückkommen Richtung Banane und wir dann zu viert entweder warten oder wir dann eben zu viert retaken und dann instant den Flank haben und so. Und da war halt eben nicht so viel, wo ich den so neu beibringen musste, sondern einfach mehr so das zu refreshen und gerade so Ilya, der auch am Anfang nicht verstanden hat, wie fucking wichtig er eigentlich ist mit der AWP, vor allem auf CT-Seite, dass er einfach den größten Impact ever hat. Er war immer so echt ruhig und hat so gesagt, ja, ist okay, können wir machen. Und dann so gegen Ende haben wir halt immer so mit ihm gearbeitet. Das war dann halt auch einfach so ein Goal von ihm, zu sagen, hey, ich will jetzt Short jumpen oder so. Und dass er einfach so banale Sachen, aber dass wir dann so um ihn herumspielen. Und es war halt insgesamt so eine große Sache von meiner Philosophie, dass
Weil viele sagen ja, IGL und so hat so die größte Verantwortung, aber bei uns war immer so, jeder hat 20% Verantwortung. So, Huxi kann nicht sehen auf Inferno, was Ja. A-Apps abgeht. So, Justin muss da richtig gut sein im Callen und sagen, hey, die haben jetzt dreimal Mitte gesmoked, lass B faken und A gehen, weil die nichts mehr haben zu blocken und so, die müssen overrotaten. Und das war immer so unsere Philosophie und die Philosophie in die Köpfe erstmal zu kriegen, hat auch echt richtig lang gedauert. Weil oftmals die Lurks auch, ich sage jetzt mal nicht die gesprächsfreudigsten Spieler sind, Müssen aber zumindest bei eigentlich, uns. ja, aber Ja. eigentlich müssen. Du hast ja, meistens bist du ja auf der ganz anderen Seite, kriegst ganz andere Informationen, die fast keiner aus dem Team wirklich mitbekommt, die dann eigentlich dazu führen, ne, Richtig. dass du den Call bringst. Eigentlich lustig, dass das noch ein Und Problem darstellen kann im Level. ja, sowas war halt so Ingame-Sachen, auf die wir echt so unsere großen Goals waren. Das waren dann eben, wie gesagt, so diese großen Goals, die wir dann so durch so kleine Goals erreicht haben, wie dass Ilya mehr Verantwortung übernimmt, mehr called. Ja. Und es hat echt lang gedauert, bis er überhaupt gemerkt hat, oha, ich bin der AWP, ich bin übertrieben wichtig und ich kann instant so ein Entry easy ziehen. Und als er das gemerkt hat, hast du auch instant gesehen, wie krass gut er ist. Und wenn er so im Flow ist, wie gut er callen kann, der kann, also er callt manchmal auf CT-Seite so krass und so, in seinem jungen Alter. Ja, der kann auch Das so ist vieles, richtig heftig. der ist auch schnell im Kopf auch, ne? Der ist schnell an der Maus Ja, und im Kopf ultra. gleichzeitig, ne? Und er kann das echt richtig gut reden. Und dann hast du noch Nico auf der CT-Seite. Das waren dann halt so Dinge, da musste ich denen, wie gesagt, nicht das Spiel erklären, sondern eher so Makro-Decisions und so kleine Dinge beibringen. Und das hat mir halt echt viel geholfen. Wenn ich denen noch das Spiel erklären müssen, dann hätte ich nicht gewusst, wie ich das alleine hinkriegen würde. Was noch alles, ne? Was noch alles. Ja. Wie ist eigentlich so? Ich kann mir vorstellen, ne? Ich habe ja auch schon mal gespielt, auch in dem Team, und da knallt's mal, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch bei euch mal geknallt hat, weil früher oder später knallt es einfach. Ja. Wie kann ich mir vorstellen, wie wird das gehandhabt? Oder wie hast du das irgendwie probiert? Wie hast du es vielleicht erkannt, dass es vielleicht sogar schon vorher erkannt, könnte es bald knallen oder sowas? Was kannst du da so mitgeben? Ja, wie gesagt, wir haben diesen Empty the Backpack Talk eingeführt, dass es eben nicht so knallt, weil wir alle 2 Wochen offen miteinander geredet haben, wo jeder das so angesprochen hat. Aber natürlich, manchmal knallt es zwischen den Events und dann haben wir halt so gesagt, okay, wir reden nicht mehr über das Game. Direkt danach, vor allem nach einem Loss reden wir nicht direkt danach, sondern wir gehen erstmal auf unser Zimmer, chillen ein bisschen, reden am nächsten Tag drüber. Weil oftmals wurden Sachen gesagt, die dann einfach gar nicht gestimmt haben. Da haben wir uns die Themen angesagt, okay, wir haben die Runde gar nicht deswegen verloren, es war so ein emotionaler Ausbruch oder so. Und dann so, du kannst so Dinge echt gut vorbeugen heutzutage, wenn du so den Space schaffst, für Leute zu reden. Und dann halt auch oft so als Mediator, weil wie gesagt, ich war oft so dieser Good Guy zwischen denen. Die sind oft einfach zu mir gekommen und haben gesagt, hey Jan, mir passt das nicht mit dem, ich hätte das gerne anders. Und da waren die echt gut darin, das dann auch anzusprechen. Und ich habe dann halt so vermittelt und gesagt, ja, okay, das passt. Oder einfach manchmal auch einfach sagen, ja, okay, das passt jetzt nicht, du musst jetzt einfach damit leben. So wie Justin zum Beispiel auf Ancient T-Side, der hatte halt null Impact, weil er einfach Mitte immer für die Leute geflasht hat, Alok ist so, du hast halt eine scheiß Rolle. Aber das hat einfach so, ich kann deine Rolle jetzt auch nicht einfach besser machen und so. Und das so oft so ein Geheule, dass du dann halt auch einfach manchmal musst du halt auch einfach ignorieren und denen sagen, hey, du bist ein Profi, du kannst nicht einfach, nicht, kann nicht alles für dich laufen, wir haben 5 Spieler im Team, die alle ein bisschen was vom Kuchen haben wollen, so quasi. Ja. 5 Stars halt, ne? Da gibt es sich Ja, vor allem bei uns. ja, genau, vor allem bei euch, genau. Wie ist es, du hast Jack ist öfter mal angesprochen, so, was mich interessieren würde, ist deine Rolle als Coach, wie viel Impact hast du, was so Veränderung im Team angeht und was so allgemein Kaderplanung angeht, bist du da, was kannst du dazu Ich muss sagen? schon sagen, so 50% mindestens. Okay. Also die wollten auch unbedingt meinen Input wissen und so und wir hatten natürlich auch, natürlich ist vieles eine Teamentscheidung und das wollte ich von Anfang an, dass wir viel Transparenz haben, egal was es angeht. Und jeder Spieler hat so seine Meinung und kann das sagen. Natürlich, wenn so eine sinnlose Meinung ist und einfach gesagt wird, ich will den gekickt haben, weil ich ihn nicht mag, dann ist natürlich scheiße. Aber wir haben immer und wir haben auch immer offen drüber geredet. Auch damals in Dallas haben wir zu Huxi gesagt, hey, wenn du deine Art nicht verbesserst, bist du gekickt. Wir haben auch zu Justin gesagt, hey, wenn du das und das nicht verbesserst, dann ja. Bist du gekickt? Ja, und die Transparenz hatten wir halt immer und das fand ich auch immer echt gut. Und auch die Transparenz mit den Spielern, aber im Endeffekt war es natürlich ein Managementprojekt und wir wollen nicht, dass die Spieler das Ruder in der Hand haben. Und hatten ja nicht, egal was die Leute sagen, mit Nico hat es entschieden, so. Glaubst du ja auch nicht, dass fucking Thomas Müller bei Bayern entscheidet, wer als Innenverteidiger kommt oder so. Also das geht vielleicht in der Div 3, wenn irgendeiner sagt, hey, ich will den nicht mehr, ich will den picken, aber
Glaubst du nicht, dass bei einem Millionenunternehmen das jemand sagt, aber natürlich ist die Meinung von einem Nico nochmal eine andere als die Meinung von einem Analyst oder so. Jetzt dumm gesagt, aber der hat halt auch Ahnung, der versteht das Spiel ganz anders. Aber es ist natürlich nicht so, Nico hat gesagt, er will sein Buddy Nexa, sonst geht er zu Falcons oder so. Also wenn ich das immer wieder gelesen habe, denke ich mir Das auch, kommt echt oft daher. da denke ich mir immer so, was denkt ihr euch denn so? Denkt ihr. Das kommt echt oft, ey. Solche, da kommen echt die wildesten Theorien. Ey. Wenn du, ja, du hast gesagt, du willst eigentlich, je weniger du von außen mitkriegst, desto besser. Aber ja, man merkt, wie sehr so die Stacheln von außen noch links und rechts sitzen. Du hast die ganze Scheiße dann doch gelesen immer, ne? Ja, ich finde es verrückt, dass die Leute das glauben und wie viele das glauben. Ja, ich sag ganz ehrlich, ne, als Außenstehender, die Leute machen halt 1 plus 1. Nikus, der, ne, für den Aber. Großteil der Starspieler. Und der Starspieler, der wirkt manchmal, und manchmal wirkt er auf der Cam auch sehr, sehr, wie sagt man, dominant und sehr schnell tiltend. Und dann denken die Leute ganz einfach, okay, die Orga will am Starspieler festhalten, er hat das Sagen, er kann entscheiden, so, weil die wollen ihn nicht verlieren und oder ihn halt pleasen. Das denken halt Leute, die halt nicht in so ein Ja, ich Unternehmen meine, natürlich, schauen. das macht ja auch Sinn. Also Ja. natürlich wollen wir ihn auch nicht verlieren, aber wir kicken jetzt nicht 4 Leute, weil er sagt, okay, er hasst die anderen 4 sozusagen. Weißt du, was ich meine? So, Ist ja auch okay, solange natürlich. sie Ja, Bosnier sind, können sie ja kommen. keine Ahnung. Balkanspieler. Das finde ich halt immer ein bisschen komisch, dass die Leute das halt so wirklich glauben und Ja. so denken, dass ein Team wie G2 nicht alles daran setzt, einfach zu gewinnen. Und Ja. auch jemand wie Nico, natürlich, der tiltet on Cam, aber der ist so der netteste Mensch ever. Ey, wirklich. Der ist nie toxisch oder der will halt einfach nur gewinnen und der will alles daran setzen zu gewinnen. Aber er wird dich nie anschreien und sagen, du Noob, was hast du da gemacht? Sondern er gibt dir immer konstruktive Kritik, egal was passiert. So auch egal was mit Ilya am Anfang, er hat ihm immer konstruktive Kritik gegeben. Er hat immer, sobald die was verkackt haben, immer im Chat geschrieben, hey Ilya, nächstes Mal machen wir das und das anders. Wenn die das machen, machen wir das als Counter. Und natürlich regt er sich auf, weil er halt einfach so krass gewinnen will. Das Aber Ehrgeiz halt, ne? es hat jetzt in der Zwischenzeit auch echt gut hinbekommen, so mit Performance Coach und so. Man sieht so richtig, er hypt sich nicht mehr, aber er tiltet auch nicht mehr so krass. Er will immer so auf einer Linie bleiben. Und so das Arousal-Level meint er, will er jetzt so auf einem statischen Level haben. Aber er ist wirklich, ich weiß nicht, auch Leute, die sagen, Nico ist toxisch und so, hat er auch nie ein Spieler im Interview gesagt, dass er toxisch ist und würde auch nie einer sagen, sondern jeder würde sagen, dass Nico einfach fucking einer der besten Teammates ever ist und so. Sieht von außen immer, ne? Die Leute gucken ja immer, die sind nur diesen Blick von außen und nicht ein Wort mit ihnen geredet, wissen gar nicht, wie er mit anderen redet und sehen nur so dieses eine Runde verloren und der haut so am Tisch. Er guckt so abgefuckt, raffen aber nicht. Das ist einfach halt, wie du, es ist halt auch einfach nur so ein Zeichen von Ehrgeiz und auch, das ist irgendwie auch eine überspielte Trauer, ey, die scheiße Runde verloren. Aber wie du sagst, ne? Ja. Der hat sich, wenn er, allein, dass er selbst sowas selber kontert, dass er sich zum einen halt nicht mehr so hochhypt in Runden, damit der Fall Ja, vielleicht auch in genau. anderen Runden nicht mehr so tief ist, dass der Unter, ne, wieder diese Diskrepanz einfach nicht mehr so krass ist, ne? Er hat auch echt viel mit Mentalcoach gearbeitet und so, weil er war echt früher, hat viel rumgeschrien, hat sich viel gehypt, aber und dann viel aufgekriegt, aber jetzt versucht er echt einfach so auf einem Level zu bleiben und man sieht auch echt richtig, wenn er so konstant ist und auf seinem Level ist, ist er echt immer noch richtig, richtig, richtig gut. Wie ist es so, habt ihr so irgendwelche, so sagen wir auch von außen oder so als Trainerstab, gibt es so bestimmte Statistiken, Metriken, die so für euch irgendwie krass wichtig sind, auf die ihr so voll den Blick gelegt habt? So jetzt mal, ja, Noob wird jetzt sagen, einfach KD vielleicht oder auch vielleicht nicht nur Noob, sondern so gibt es irgendwelche, wo ihr dran erkannt habt, so, ey, der Spieler ist es wichtig oder ist es vielleicht auch einfach, sind es einfach Sachen, die auch gar nichts mit Statistik und Metrik zu tun haben, sondern vielleicht persönliche Sachen? Wir haben also oft so am Anfang hatten wir so dieses Problem, dass wir nicht richtig sacrificed hatten. Dann hatten wir halt auch so mehr als Goal, dass nicht nur Hooks hier als Erste gehen. Dann haben wir oft so auf so Opening Stats geschaut. Wenn man jetzt so schaut, Nico ist ja in den letzten 2 Jahren so zum besten Opener der Welt geworden, wo viele früher immer gesagt haben, er baitet nur und so. Und er ist jetzt ja immer die letzten 2 Jahre einer der besten Entry Flagger geworden. Und sind so ein paar Metriken und natürlich auch als Anchor natürlich, du schaust immer so. Es hört sich dumm an, aber gerade so Nico, wenn er sieht, okay, ein JKS auf der Rampe macht immer 3 Safe, dann spielt er auch ganz anders und kann dem auch ganz anders vertrauen. Gerade so Mirage of Conn, als er wusste, okay, JKS Prime, er hat immer 3 gekillt, als die A gekommen sind, da kann er halt auch ganz anders spielen. Dann schaut er halt auch so ein bisschen, also nicht so obvious auf so Stats, aber er schaut immer so, okay, ich kann ihm easy vertrauen, dann kann ich mit Ilya mehr Richtung Mitte spielen und blocken und muss nicht so viel Angst haben Richtung A. Das hat man jetzt so mit Nexa gemerkt am Anfang.
dass er mehr so auf Mirage Richtung A gespielt hat, weil der Nächste halt noch nicht so ganz vertraut hat. Es sind alles so Sachen, so ein Vertrauen und so, das kommt halt auch natürlich so durch Kills. Aber nicht so, es geht jetzt nicht auf Wild-TV, schaut auf Stats von Justin und so und sagt, okay, du hast unter 1-2-Rating, ich kann dir nicht vertrauen, ich spiele nicht mehr Con und so, ich bin im A mit dir und so. Ja, ich meine, wenn man diese Rechnung machen wollen würde, ne, ich meine, lass uns, vielleicht ist das auch nur ein Thema, also wenn man ja was oft gelesen hat oder wenn es um Statistiken und Metriken ging, sagen wir mal, ist ein Spieler für die Öffentlichkeit halt abgefallen, so, ne, dass Huxley laut, wenn man rein damals oder auf, ich glaube, das hat sich gut geändert, muss ich sagen, im letzten Mal, aber auch noch so Ja. vor 3 Monaten vielleicht oder vor einem halben Jahr, dachte man so, boah, krass, so, das hält sich nicht lange. Warum haben die den überhaupt gepickt? Kannst du das erklären? Warum habt ihr den überhaupt gepickt? Weil wir damals Alex nicht bekommen haben. Okay. Remy und Alex, die waren ja bei Vitality. Ja. Und er wollte Alex und hat ihn nicht bekommen. Und dann war Huxi so zweite Wahl. Und die wollten jetzt so Complexity mit Copenhagen Flames, es fiel durch und dann. Ja, kam Huxley, aber ich muss sagen, also Huxley ist ein crazy guter ITL, also richtig, richtig gut. Das raffen die Leute halt auch nicht so. Er hittet zwar manchmal nicht wie insane, aber wie er so die Leute setupt, wie er als erstes reingeht, weil er halt weiß, okay, im 3 gegen 3 ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Nico, Hunter und Ilya das gewinnen, als ich und Hunter und Ilya das gewinnen. Und er hat halt so gerafft, weil du hast ja, wir hatten ja damals auch Alexi und so, der halt auch nicht gerne als erster gehen wollte. Und alles so Sachen, die so die Leute nicht raffen, wie viel so ein IGL ausmacht, auch so die Philosophie, wie gesagt, dass jeder 20% Responsibility hat. Und bei Alexi war ja Ilya quasi nur ein Support-Spieler. Er hat nur supportet mit der AWP, er hatte keine Freiheiten. Und allein diese Freiheiten haben den Leuten so geholfen, sich auch spielerisch zu entwickeln. Einfach so Game Sense und so. Und nicht nur eine Rolle zu haben, sondern. Auch ein Hunter und so, der dann gesagt hat, okay, ich habe richtig Bock, gerade First zu gehen oder Ilya mit der Rifle. Kann ja gar nicht sagen, wie geisteskrank gut Ilya mit der Rifle geworden ist, auf Inferno als Erster zu gehen. Er sagt, schick mich A kurz, ich mach dir 3 und er macht 4. Das sind halt alles so Dinge, die die Leute nicht so sehen von einem IGL, so diese Freiheiten, die uns als Team insane weitergebracht haben und die auch den Horizont von einem Nico erweitert haben. Und er macht. Man kann auch nicht sagen, dass er eine schlechte Arbeit macht. So, also unsere T-Seiten jetzt in CS2 waren jetzt nicht so gut, aber es ist halt auch ein neues Game und alles. Aber ich würde immer noch sagen, dass wir echt solide gespielt haben, wenn man es mit anderen ITLs vergleicht und so. Ja, dann hast Und du. Ja, sorry. ja, und ich würde auch sagen, CS2 ist ITL-freundlicher geworden. Das habe Wenn man ich. gerade auch so Das ist ja Eric und schon. so sieht und ein Apex, der ja auch ein krankes Rating hat zurzeit und so. Und auch Huxi, ich glaube, der hat jetzt ein, zwei Mal, aber der Ja. spielt auch gut. Also, ich meine nur, so, also die Frage, genau, wie seid ihr überhaupt zu ihm gekommen, ist eigentlich, das war eine ehrliche Antwort. Und wenn ihr mit ihm, sag ich mal, so, du hattest auch gesagt, ihr hattet vor irgendeinem Event so, ey, wenn du dich nicht änderst, dann kicken wir dich. Aber das Ja. war basierend auf seiner Art, ne? Nicht auf Ja, seiner das war nur auf die Art. Performance. Nee, nee, nee. Wir haben nie auf die Stats geschaut. Ja. Natürlich, also natürlich schaust du auf die Stats, weil manchmal war es wirklich nicht tragbar, gerade so am Anfang. Da ist, also in dem Top-Level ist es halt manchmal nicht tragbar, aber ich finde es immer wichtig, dass du prozessorientiert schaust, anstatt result-oriented. Das haben wir halt auch immer gemacht. Wir haben so den Prozess angeschaut von Januar bis Juni, wo wir waren, wo wir angefangen haben. Und wie krass wir eigentlich dieses Team gebaut haben, was wir daraus gemacht haben, wie wir es improved haben. Und dann fallen halt so Sachen wie Stats natürlich wichtig, aber halt einfach zweit- oder drittrangig. Ui. Weil es, ja, wie gesagt, halt einfach, es gibt viel wichtigere Dinge, als einfach nur auf die Stats zu schauen und Sachen, die kriegt ihr als Außen, stehen die einfach nicht mit, wo die Leute so viel Impact haben. Ist ja auch genau das, was sie bei dir nicht mitbekommen, ne? Das muss auch sein, Nee. ne? Also wenn man von außen wird immer, also es ist lustig. Von außen sind sich die Leute immer einig, ey, das muss so sein. Und von innen, alle, die mal innen waren, sind sich auch einig, ihr habt keine Ahnung von außen, wie es hier ist. So, das ist so, deswegen Das ist es Ding ist halt, manchmal die sehen wichtig. 30 Sekunden in einem Timeout und sehen, okay, der Coach redet viel, der muss krass sein, okay, der Coach redet wenig, der muss kacke sein. Und denke ich mir halt, okay, soll ich jetzt, wenn Nico und Hunt und Tuxi reden, soll ich da jetzt auch noch ins Wort fallen, nur dass ich auf der Kamera gut aussehe, dass ich rede oder so? Du musst einfach nur so Bewegungen machen. Du musst nur Ja, genau. Lippenbewegungen machen, damit die Leute denken, oh mein Gott, Und wie ich raff halt auch sick. nicht, dass es so andere Arten von Coaches gibt. So ein Plate ist halt einfach ein komplett anderer Coach, der so jede Runde durchgetaktet hat. Natürlich hat der mehr Impact. Aber es hat auch nicht, wenn ich die Philosophie nicht habe. Ich habe nicht die Philosophie, Runde 46 vom Blatt abzulesen, wie jeder bei 1.15 das und das machen muss.
Ich hatte gerade nochmal einen Hundeangriff bekommen nebenbei. Sorry. kurz eine Attacke bekommen. Ja, also, wie du sagst, es gibt verschiedene Coaches. Da können wir auch, wir gehen jetzt auch direkt mal so einen Fließübergang, so ein bisschen noch ein paar Dirty-Fragen auch mit rein, nochmal ein bisschen so ein Heads-up. Eine Frage, die natürlich erstmal interessant ist, die ja auch gar nicht dirty ist, eigentlich so: Wie kommt ihr zu Taz? Warum ist Taz der Nachfolger, der passt? Warum dein Nachfolger?